Herzlich willkommen im Gleimhaus. Hier lebte vor langer Zeit Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Er hatte einen sehr großen Freundeskreis. Auch dieser Mann gehörte zu Gleims Freunden. Das ist Gottfried August Bürger, wie er mit 23 Jahren aussah. Die Perücke macht ihn etwas älter, aber damals trugen fast alle Männer Perücken. Für so ein Bild musste man ganz schön lange ruhig stehen. Ob Bürger sich dabei aus lauter Langeweile schöne Gedichte und fantasievolle Geschichten überlegt hat? Gut möglich. Bürgers Buch heißt »Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen«. Es wurde weltberühmt. Aber eigentlich hat Bürger die Erzählungen Münchhausens nur in die deutsche Sprache übersetzt und mit eigenen Geschichten ergänzt. Der allererste Verfasser von Münchhausens Abenteuern war nämlich Rudolf Erich Raspe. Das ist dieser Mann. Er war sehr gebildet und schrieb die Reiseberichte Münchhausens in englischer Sprache, obwohl er Deutscher war. Der Name Münchhausen wird oft mit unterhaltsamen Lügengeschichten verbunden. Denn Münchhausen konnte wunderbar erzählen und wie alle Geschichtenerfinder übertrieb er gerne, damit die Zuhörer noch mehr staunen konnten. Kennst du die Geschichte, wie Münchhausen einen Hirsch mit Kirschkernen beschossen hatte? Jahre später trug der Hirsch einen schönen Kirschbaum im Geweih. Ein anderes Mal hat Münchhausen aus Versehen seine Axt bis zum Mond geworfen, als er Bären vertreiben wollte. Tja, wie wieder an die Axt kommen? Münchhausen pflanzte eine schnell wachsende Bohne und kletterte daran hoch zum Mond. Einmal flog Münchhausen sogar auf einer Kanonenkugel zum feindlichen Lager, um es von weit oben auszuspielen. Ob das wohl eine gute Idee war? Glücklicherweise kam ihm rechtzeitig die Idee, auf eine ihm entgegenkommende feindliche Kugel umzusteigen und zurückzufliegen. Tolle Geschichten, oder? Toll bedeutete früher übrigens verrückt. Vielleicht fallen dir jetzt auch eigene verrückte Geschichten ein. Notiere sie am besten gleich, male Bilder dazu und wenn du magst, bring deine Geschichten doch mal mit ins Gleimhaus. Bis bald!